So. Servus. Jetzt stehst du neben mir und ich weiß gar nicht, wer du bist. Ja, ich bin die Gudrun. Jetzt bist du schüchtern, gerade eben hast du so viel gesprochen, Gudrun. Ja, es ist schrecklich. Sobald das Gerät dazu kommt, wird es anders. Aber ich probiere es. Okay, los geht's. Also die Gudrun, und wie geht's weiter, Gudrun? Das ist eine schwierige Frage, oder? Wie geht's weiter? Der Nachname. Aha, siehst du, das wird ein schwieriger Podcast, findest du nicht? Man sieht sofort das ungeübte Dasein. Gudrun Leitner, ja, wohne in Berlin Mitte und habe hier meine Werkstatt und du hast mich gerade besucht und mich überfallen mit deinem Podcaster. Ja, genau. Podcast. Zumindest läuft es jetzt hier mal mit dem Podcast, weil du kommst nämlich aus Österreich. Genau. Du hast mich schon gefragt, ob ich aus Bayern komme. Ja. So, Gudrun, jetzt stehen wir nämlich hier, wobei jetzt kommt mir noch eine andere Frage. Was hättest jetzt du darauf geantwortet auf die Frage von mir? Ja, und weiter? Was noch? Was ist dir denn da durch den Kopf, wenn ich der Nachname? Ach, ich finde das schwierig, so diese förmlichen Vorstellungen. Es irritiert mich jedes Mal bei Interviews, wenn die Leute sagen, und jetzt erklär dir deine Arbeit. Oder ich finde es ja, ich mache die Bilder eigentlich, damit sie, die erklären sich eigentlich und nicht, dass ich sie erkläre. Ich weiß es nicht. Und dann, wenn man so sagt, und wer bist du jetzt eigentlich? Da wird man ja meistens zurückgeworfen auf diese Frage. Also der Mensch kategorisiert ja gerne und dann ist man auf der Suche, wo kann man jetzt die Person, also die Gudrun jetzt quasi so ein bisschen einordnen. Das ist dir wahrscheinlich durch den Kopf. Ja, vor allem man hat nicht so viel Erfahrung damit, würde ich mal sagen. Also Erfahrung sammle ich jetzt auch gerade hier in deinen Räumen wahrscheinlich. Ich habe es gerade gesehen, das ist die Berliner Art Week. Und jetzt bin ich da einfach mal so reinspaziert und jetzt gucke ich in diesen schönen Garten. Da ist so ein Regenbogen auf dem Boden mit so Tapes und der führt dann hierher. Und dann tritt man da so ein und denkt sich nichts. Und dann sieht man hier so ein, du hast gesagt, ein Werk, an dem du jahrelang gearbeitet hast. Soll ich es jetzt beschreiben oder magst du mal loslegen, was ich gerade sehe? Ja, also ich habe vor 2012 ein Foto gemacht von einer Landmaschine und die steht in der Wiese und ich bin eigentlich vor der Landmaschine und fotografiere in den Himmel hinaus und die Maschine selber hat eine starke Farbigkeit und du hast den blauen Himmel dahinter und eigentlich dieses schwere Metall in Verbindung mit den kraftvollen Farben und den freien Himmel, das hat mich so fasziniert, dass ich das gern mit Stoff umsetzen wollte. Und ich habe, wie sagt man denn, ungefähr vor 15 Jahren mal Kinder beobachtet, wie sie Stoffe ausschneiden und den auf einen anderen Stoff kleben. Und dann kam sowas wie ein Bild raus. Und seitdem bin ich eben damit beschäftigt, Stoffe oder Bilder aus Stoffen zu machen, die man von einem gemalten oder gedruckten Bild nicht unterscheiden kann. Dass wirklich das Bild im Vordergrund ist und erst im nächsten Moment die Materialität. Und die Materialität macht aber wieder das Bild aus. Und das sieht man, glaube ich, hier jetzt auch nochmal in dem Bild. Also sehr schön. Ja, weil also ich stehe jetzt hier quasi und das schaut aus wie, jetzt zählen wir es mal schnell, 3, 6, 6 mal 3 macht 18, wie 18 Leinwände, die an einer zwei Wänden quasi befestigt sind. Und es ergibt eine sehr großformatige Fläche. Ich würde jetzt mal so tippen, 1, 2, 3, also auch mal 6 mal 3, also wahrscheinlich 18 Quadratmeter, Pi mal Daumen. So, und jetzt schauen aber diese Leinwände schauen auch wirklich aus wie Leinwände. Also da denkt man erst, oh, da hat aber jemand jetzt gemalt. Mhm. Und dann geht man so ein bisschen näher hin, denkt man schon, das ist aber sehr speziell, weil was man sieht, ist so eine Art Reliefstruktur. Also da sind Tiefen und da sind Höhen. Mhm. Ja? Und dann denkt man so, aha, gemalt kann es ja nicht sein, weil man sieht immer so Schnipsel, ja? So bestimmte Kanten. Mhm. Ja? Und das ist das, was du gesagt hast. Du hast also hier jetzt Perspektive, hast du gerade beschrieben. Man sieht einen schönen Himmel, Wolken und man blickt aus irgendwas raus. Und das Schwarze hier ist das, was du gesagt hast, das ist das schwere Metall. Mhm. Ja? Mhm. Schau mal, da ist ein bisschen was grün. Ist das jetzt noch ein Teil von der Wiese? Nee, es sind Metallteile. Das also ist das wirklich, das ist das Licht, wo das Licht das reinfällt oder eben nicht reinfällt. Die dunklen Flächen ist da, wo kein Licht hinkommt und die hellen Flächen ist die Spiegelung des Metalls inklusive den Licht oder mit in der Verbindung des Lichtes. Weil es ist eigentlich auch gar keine Grünfläche da. Also das hier, das kleine Stück, ja, findet sich ja nicht unten am Boden als grün wieder, sondern das ist wirklich ein Farbenmeer von, du hast auch schon gesagt, Intensität an Farben, das stimmt, pink, blau, dieses Weiß aber trotzdem noch mit dabei, das Rot, die verschiedenen Rottöne. Ja, und jetzt kommt auch Besuch, wahrscheinlich einer der nächsten Gäste. Klingt ganz gut, ja. Das klingt gut, gell? Ist gut besucht bei dir hier? Ja, es klappt ganz super. So, und jetzt, deswegen habe ich gesagt, jetzt hole ich mir mal, ohne dass ich überhaupt deinen Namen wusste, mein Telefon raus, weil das halte ich jetzt zwischen dir und mir gerade so hin und her. Weil
Ich habe dich gefragt, machst du es? Oh, guck mal, da kommt jetzt Besuch. Mhm. Die guten Gäste. Ja. Mit Blumen. Das ist aber schön. Ja. Ja, da müssen wir vielleicht 3 Minuten. Hast du ein Interview? Ja, ruckzuck. Aber ihr könnt auch was sagen. Wir sind nämlich gerade dabei, die Kunst von der Gudrun zu beschreiben. Nein, also ich wollte mal sagen, wir waren jetzt in Charlottenburg von Galerie zu Galerie. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt mal in eine Galerie, wo ich schon mal war. Und ich habe nichts gesehen, was für mich künstlerisch so herausragend war, wie das, was wir hier haben. Gott, ist ja ein so schönes Lob. Sie musste gleich mit den Händen gut ruhen. Also ich bin jetzt auch gerade so ganz spontan hier vor, was weiß ich, 10 Minuten hier so reingestolpert. Ja, und im ersten Moment denkt man ja gar nicht, was es eigentlich ist. Und dann schaut man sich's an. Und ich habe gerade versucht, so zu beschreiben, dann sieht man diese Struktur, die Tiefe. Ja. Und dann schaut man genau hin, denkt man, das gibt's ja gar nicht. Da hat jemand genäht. Ja. Bis man ganz nah rangeht, ja, kann man überhaupt nicht erkennen, dass es sich nicht um ein Gemälde oder ein Foto handelt. Ja. So, und wir sind jetzt, wir zwei sind nämlich stecken geblieben, Gudrun, bei einer ganz wichtigen Sache. Ich habe gefragt, was machst du denn? Machst du das jetzt beruflich? Es ist so, dass sie nebenher arbeitet, damit sie mir die Freiheit behaltet, die Dinge so zu machen, wie ich sie mir vorstelle. Ich sitze an diesem Bild, was du gerade beschrieben hast, 6 Jahre dabei, um es umzusetzen. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht mir die Freiheit nehme, weil es mich sonst zu sehr unter Druck setzen würde. Und so habe ich einen Beruf daneben und den mache ich zur Hälfte. Und die andere Hälfte sitzt ja in meiner Kunst. Und das ist für mich auch eigentlich ideal, weil ich, wenn ich mit der Kunst bin, dann bin ich so sehr in mir drin, dass ich merke, ich habe nie Zeit für andere Dinge oder bin nur mit mir beschäftigt. Und in meiner Arbeit muss ich mich aber mit anderen Dingen auseinandersetzen und bin gezwungen, rauszukommen. Und so bin ich immer wieder frei für neue Ideen und Vorstellungen. Und weil ich eben nicht nur in diesen Kunstrad laufe, sondern eben immer wieder ausbrechen kann. Und das finde ich für mich die ideale Mischung. Und so kann ich verkaufen, wenn ich will, und gleichzeitig ausstellen, auch wie ich will. Und das finde ich für mich persönlich eine große Freiheit. Das ist ein ganz, ganz schöner Aspekt. Das ist ja der Aspekt, wo bekomme ich auch frische Ideen her? Ja. Richtig? Und du sagst ja, wenn ich jetzt nur mich hier mit meiner eigenen Kunst beschäftige, dann wäre es ja auch eine gewisse Art und Weise unilateral. Na, vor allem manchmal steckt man da so fest. Du bist manchmal so festgebissen an Ideen und Vorstellungen. Und in dem Moment, wo ich es unterbrich, weil ich mir jetzt um andere Dinge kümmern muss und noch, weiß ich nicht, 3 Stunden einen Kurs oder sowas wieder rausgeht, dann merke ich, boah, jetzt ist, was war vorher das Problem? Ja, du kannst wieder neu einsteigen und wieder frisch dazugehen und hast einfach den Abstand wieder. Und das finde ich total gut. Ja. So, und was machst du jetzt nochmal hauptberuflich? Ja, ist ganz simpel. Ich gebe Nähkurse und habe hier bis zu 4 Kunden in meiner Werkstatt und die bringen ihr Projekt mit, egal ob sie schon mal genäht haben oder nicht. Und ich setze das mit denen dann um. Das sind aber jetzt keine Kunstbilder, die mit dir genäht werden, sondern das ist eher Jacke und Hose? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich zeige das schon auch, wie man zu den Bildern kommt, aber meistens scheitert es an der Geduld, dass man das zu Ende bringt. Also nicht meiner, sondern der Geduld der Teilnehmer, weil die Bilder einfach viel, viel Zeit brauchen. Es sind Nähkurse in dem Sinn, ja, aber wir machen immer Prototypen. Also es ist jetzt kein, oh, heute machen wir alle Kissen oder heute machen wir alle Taschen oder so, sondern es sind immer Frauen oder auch manchmal Männer, die genau wissen, was sie wollen, die bestimmte Vorstellungen haben an ihrer eigenen Klamotten, die sie selber anziehen. Und dann gehen wir in diese Wünsche rein und können individuell uns gestalten. Und komme aus der Mode. Ich habe lange Modeberatung gemacht und ich kann so das eigentlich super verbinden, weil ich eine ganz kreative Arbeit mache mit den Leuten. Hm. Und ich habe dich vorhin auch gefragt, ja, jetzt ist das hier alles aus Stoff. Wie ist denn das so mit Allergikern? Was machen denn die mit den Stoffbildern? Das ist immer so schwierig. Das ist so eine typisch deutsche Frage. Okay? Ja, es ist total doof, weil wenn ich so denken würde, dann würde ich nichts von denen jemals machen. Die Bilder stehen für sich, in jedem Raum ist Staub. Man kann, wenn es einen stört, irgendwie einen Handstaubsauger nehmen oder so. Aber theoretisch ist es nicht notwendig, weil die... Also das hat ja alles mit einem guten Rahmen zu tun und mit einer guten Verpackung. Und also ich habe die Frage jetzt deswegen auch gestellt, weil es ist ja irgendwie dadurch, also du hast ja auch hier, jetzt sind wir vor Kleinformatikerin arbeiten, die Arbeit von dir schaut eher so DIN A4 aus in einem Rahmen und da hast du jetzt das Glas auch rausgenommen. Mhm, ja? Absichtlich. Genau, absichtlich. Ja.
reflektiert ja auch, genau. Ja, nimmt dann, und das nimmt, war wahrscheinlich der Grund. Genau, richtig, es nimmt die Kraft der Bilder weg. Du, wenn, sobald Glas davor ist, Spiegel siehst und du musst die Materialität des Stoffes einfach sehen können, weil das ist ganz wichtig, die hat so eine ganz eigene Intensität. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das vorne irgendwas drüber gebe, verliert das Bild an Macht und Wirkung und damit bin ich unzufrieden, also habe ich es einfach weggemacht. Man könnte ja sagen, es ist wie so ein Schonbezug. Also der Schonbezug verhindert ja auch die Sicht auf und hier nimmt man es weg. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, weil es ja auch bedeutet, dass man so eine Art Vergänglichkeit ja auch zeigt, eine Fragilität. Ja, aber das ist doch schön auch. Also ich meine, ich bin doch kein Fan von Schonbezügen. Ich finde das super, weil es entwickelt sich ja weiter. Ja, es entsteht ja weiter. Es ist ja nicht starr und das finde ich ja eigentlich Das ist aber ein spannender Gedanke eben, dass es weiter sich entwickelt, dass das Licht draufkommt, dass vielleicht eine andere Materie draufkommt, dass es sich verändert. Und ich glaube, du hast mir vorhin jetzt auch abschließend, weil die Gäste von dir warten hier. Doch. So unglaublich. Das ist sowas von schön, gell? Ja? Na, nicht nur schön, nicht? Nicht nur schön. Also ich muss sagen, ich bin Fotograf und wenn ich das jetzt hier so sehe, die Motive im ersten Moment, steigt man gar nicht dahinter. Also von der Entfernung sieht man gar nicht, was hier eigentlich los ist. Und wenn man da näher rangeht, ich habe sowas noch gar nicht gesehen, dass man bildliche Motive so fein umsetzen kann mit dieser Art, mit so einer Art Technik, wie das hier stattfindet. Und ich hatte mir gerade tibetanische Teppiche angeguckt in einer anderen Galerie. Das ist eine ganz einfache, ganz feine Art von Weberei, die da stattfindet. Und die wird wahrscheinlich auch da total gehypt und kostet unheimliche Summen. Und dann kommt man hierher und sieht so eine attraktive und tolle Arbeit, die auch so vielfältig ist und eine große Tiefe hat, auch eine dritte Dimension kriegt, dass ich sagen muss, das braucht eigentlich noch eine ganz andere Plattform. Also ehrlich gesagt, ist das hier in der Ecke, hier hat es noch nichts, das hat was nach draußen zu suchen, in den großen Fenstern, wo die Leute mal richtig drauf aufmerksam werden. Mir gefällt es sehr gut, ausgesprochen gut. Und das ist, glaube ich, noch, hier kann man so viel erforschen, das ist auch eine Vielfalt, ist nicht bloß eine Richtung, die hier vertreten ist, sondern eine Vielfalt von Motiven und je näher man rangeht, desto erstaunter ist man eigentlich, wie das entstanden ist. Das ist wirklich beeindruckend. Hat mir gut, gefällt mir sehr gut. Ja, Gudrun, du schüttest jetzt nur den Kopf und wirst gefühlt ganz klein werden. Das ist doch super. Ja, na, danke. Ja, was sind jetzt für die nächsten Schritte? Mal, glaube ich, eine große Umarmung für dieses wahnsinnig schöne Lob. Und und weitermachen. Also man sieht mich jetzt noch bis morgen noch von 1 bis 7 am Abend und am Sonntag noch. Und dann schließe ich hier wieder die Türen und dann gibt es erst wieder zum Gallery Weekend im Mai. Und und wenn sich dazwischen was auftut, ich bin für jede Ausstellungsmöglichkeit und Interesse sehr offen, finde ich das. Also ich warte darauf, dass es rauswandert, dass es neue Möglichkeiten gibt, dass es einfach neue, dass es auch von mir wegwandert und nicht mehr nur immer noch bei mir ist. Danke, auch für die Spontanität. Ja, danke, so, ich würde mir jetzt, wir sind jetzt nämlich im zweiten Raum, da sind diese kleinen Bilder und ich muss mir das nochmal anschauen. Das übrigens hier, finde ich ja sensationell. Ja. Also ich kann hier eine Frau sehen, diese Frau, die hat einen ganz interessanten, es ist ein junger Mann, genau. Sag ich es wieder mal falsch? Ja, nee, ist alles gut, es ist ein junger Mann, der eigentlich ziemlich betrunken ist, aber man sieht alle Emotionen in diesen einen Moment, du siehst dieses, das will ich noch sagen, oder diese, eigentlich muss es jeder selber für sich entdecken, was es ist. Schau, Gudrun, und ihr habt gesagt, es ist nämlich eine Frau und da ist eine Männerhand, man sieht eine Hand vorm Gesicht und dann ist viel Dunkelheit. Ja? Genau, aber es ist eigentlich dieser Ausdruck von jetzt und was ist jetzt und man muss es, ich glaube, sehen. Sehen, gell? Danke dir, Gudrun. Ja, danke dir.